Nach der Allplan Neuinstallation hat das Allplan, die neue Version 2024 in dem Fall, die Einstellungen von meiner 2023 übernommen, weil ich halt gesagt habe, Übernahme der Einstellungen bei der Installation. Aber es gibt ein paar manche neue Werkzeuge, die man sich in der Actionbar zusortieren kann. Aber als Beispiel gibt es zum Beispiel bei den Tragwerksobjekten ein neues Werkzeug für automatische Stahlverbinder. Das gibt's ja noch nicht, weil ich die alten Werkzeugleisteneinstellungen übernommen habe, die ich halt mir irgendwann mal 2023 eingestellt habe. Das ändern wir. Action Bars können wir über den Action Bar Konfigurator anpassen. Wie man das Ding genauer bedient, das habe ich schon mal auf allplanlernen.de ein bisschen genauer gezeigt, wie man sich Werkzeuge herholt oder wegholt. Mir geht's heute eigentlich bloß ums Action Bar zurücksetzen, damit das auf Werkeinstellung, wie es Allplan, die aktuelle Allplan-Version frisch installiert wird, zurückgesetzt wird. Auf die Werkeinstellung, jawohl. Und kann man sich noch speichern. Wenn man beim Tragwerk dann nochmal nachguckt, und vielleicht mit gedrückter Steuerungstaste auf die Unterschrift, per Doppelklick linke Maustaste drauf geht, sind hier die automatisierten Verbindungen, die Stahlbauverbinder und vielleicht manch anderes neues Werkzeug in der Actionbar geladen worden, falls man noch von der alten Version die alten Einstellungen halt mitgezogen hat, ohne die neuen Werkzeuge zu sehen.